Das ist das Lollipop-Stativ. Das ist ein Stativ für digitale Kompaktkameras, Aufsteckblitze und Smartphones. 1,33 Meter in Auszugslänge in Blau, wie man sieht. Das ist ein Stativ, was also wirklich nur dafür gedacht ist, dass man leichtes Equipment aufnehmen kann und halt eben dann auch halt eben mit einem Stativ verwenden kann. Sehr geringes, kleines Packmaß, ultraleicht. Ne? Aufgrund der Bauweise, ein bisschen Alu, ein bisschen Kunststoff, fertig ist das Ganze. Wie gesagt, ist nicht dafür gedacht, dass Sie jetzt Ihre große, dicke digitale Spiegelreflexkamera hier drauf machen, aber so kleinere Kameras wie zum Beispiel halt eben auch Micro Four Thirds oder halt eben auch digitale Spiegelreflexkameras, so in der Größenordnung von D600, 650 und so weiter, die kann man ja also ohne weiteres drauf befestigen. Darüber würde ich aber nicht gehen, also wie gesagt, das ist halt eben auch immer ein bisschen ein Problem mit der Stabilität. Die kann man natürlich halt eben jetzt hier bei Langzeitbelichtung mit so einem kleinen Stativ dann nicht erreichen. Wir haben hier oben einen kleinen Hebel, der den Kopf einfach dann hier auf 90 Grad bringt zur Seite. Das heißt, man kann also auch hier dann die Hochformataufnahmen machen. Das Ganze wird dann mit dem Hebel in der Seite arretiert. Die Kamera, die hier oben auf dem 1/4 Zoll Gewinde festgeschraubt wird, das passiert dann mit so einer kleinen Rändelschraube, die man einfach dann dreht. Das heißt, es dreht sich dann auch die ganze Schraube in das Gewinde der Kamera rein. Und der Unterboden hier, wo die Kamera dann drauf gesteckt wird, gegen verdrehen, ist mit einer kleinen Gummierung versehen. Wie gesagt, damit man die Kamera beim Festdrehen nicht einfach verdreht und sie von selber auch nicht verdreht. Ansonsten nichts weiter spektakulär, außer natürlich halt eben, dass wir hier die Segmente haben, die wir einfach ausziehen können bis 1,33 Meter, rasten auch ein, werden nicht aufgedreht oder festgedreht, sind aber sehr, sehr straff und wie man sieht, braucht auch ein bisschen Kraft, muss man also keine Angst haben, dass man jetzt hier das mit der Zeit dann einfach irgendwie ausleiert. Das ist also ein Stativ, was man halt eben, wie gesagt, für leichtes Equipment dann einfach einsetzen kann und wenn man das Ganze dann halt eben zusammenbaut, muss man eben die Schraube lösen hier oben, so, dann hat man also wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel, was man dann irgendwie in einer Handtasche oder halt eben wirklich im Fotorucksack irgendwo unterbringt. Im Lieferumfang enthalten ist noch so ein kleines Netzbeutelchen, wo das Stativ dann einfach verpackt wird, oben mit einem kleinen Kordelzug, damit hier auch irgendwie drumherum nichts sich irgendwie verkanten kann von anderen Sachen, die sie in der Tasche so mit sich rumtragen. So, das also war das Lollipop-Stativ für digitale Kompaktkameras, Aufsteckblitze und Smartphones in 1,33 Meter Blau.